So, wir haben hier wieder ein paar Aufgaben, wo die nachgefragt wurden. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, mit der Technik ein Webinar hochzufahren. Deswegen versuche ich jetzt die wichtigsten Fragen auf YouTube zu beantworten. Wir haben erstmal die Aufgabe 229. Da geht es um die Lagrange-Funktion. Die Aufgabe ist vom Institut richtig gestellt und richtig gelöst und alle anderen im Lagrange-Kapitel auch. Also die Zahlenwerte brauche ich hier nicht vorzuführen, sondern nur den Lösungsweg. Alle Zahlenwerte kann man im Institut sofort nachgucken. Die Zahlenwerte sind hier zuverlässig. So, wir wollen die Lagrange-Funktion aufstellen. Die Lagrange-Funktion ist T minus Pi. Die kinetische Energie ist gerade gleich. Erstmal 1/2. Dann haben wir ml Quadrat Drittel. Also die Balken haben alle die Masse m. Hier m, hier m, hier m. Und dann ein Phi Punkt Quadrat, also 1/2 Theta mal Phi Punkt Quadrat. Den gibt es zweimal. Und dann haben wir noch 1/2 m mal V Quadrat, L mal Phi Punkt zum Quadrat. Das gibt insgesamt 5/6 m L Quadrat Phi Punkt Quadrat. Meine ich auch schon mal richtig vorgeführt zu haben. Weiß nicht, wo der Fehler aufgetreten ist. So, dann habe ich potenzielle Energie ist erstmal 1/2. Dann habe ich hier die Längenänderung, das ist C mal A mal Phi. Ach so, L gleich A. Ja, das ist, ab und zu benutze ich halt das L, das ist Gewohnheit. So, und dann habe ich 1/2. Dann habe ich C mal A mal Sinus Chi zum Quadrat ist die Längenänderung der Feder. Und jetzt kommt noch die potenzielle Energie aus Erdschwere dazu. Das ist 2m mal g mal l mal Cosinus Phi. 1/2 vom linken Balken, 1/2 vom rechten Balken und einer oben gibt zusammen 2. Es entsteht eine Lagrange-Funktion. Die Lagrange-Funktion, wie gesagt, t minus Pi, wären also jetzt 5/6 ml Quadrat Phi Punkt Quadrat. Und jetzt muss man beim Pi natürlich mit den Vorzeichen aufpassen. Minus 1/2 ca Quadrat Sinus Quadrat Phi und minus 2mgl mal Cosinus Phi dl nach d Phi Punkt ist dann gerade gleich 5/3 ml Quadrat mal Phi Punkt, L oder A, das ist völlig egal. So, und das ist jetzt 1,878 mal Phi Punkt. Wie gesagt, Institutsergebnisse scheinen hier überall zu stimmen. Und dl nach d Phi ist dann gerade gleich minus, die 2 hebt sich weg, ca Quadrat Sinus Phi Cosinus Phi und plus, Cosinus ändert das Vorzeichen, da aufpassen, 2 mal g mal l mal Sinus Phi. Wir machen den Sinus Phi zu Phi, Phi und den Cosinus Phi zu 1. Und dann kann ich eben im Prinzip sagen, dann habe ich dort minus ca Quadrat plus 2mgl und das Ganze mal Phi. Und das sind dann gerade gleich minus 213,64 plus 31,588. Und das gibt zusammen 182,05. So, das ist also dl nach d Phi. Jetzt wird die nächste Aufgabe gefragt, 231. Gucken wir uns die Aufgabe 231 an. Die ist ein bisschen später. Ist nochmal die gleiche Aufgabe. Im Prinzip hier diesmal mit einer Drehfeder. Und wie gesagt, ich habe leider nicht ganz verstanden, warum die Kommilitonen hier Schwierigkeiten hatten. Aber egal, wenn aus irgendwelchen Gründen Schwierigkeiten auftreten, dann klären wir das und dann rechne ich die Aufgabe nochmal vor. Also wie gesagt, in diesem gesamten Kapitel sind alle Institutsaufgaben völlig korrekt gelöst und die Ergebnisse vom Institut richtig. Das kann mir eigentlich schon fast sparen, die Zwischenwerte anzuschreiben. Wir haben hier wieder die potenzielle Energie. Die ist 1/2 cm mal Phi Quadrat und dann kommt plus 2m mal g mal l mal Cosinus Phi. Die Erdschwere also wie eben, die kinetische Energie auch wie eben. Die ist wieder ja, halt Pünktchen, Pünktchen, siehe oben. Genau dieselbe Energie, die wir vorher haben. Und dann habe ich natürlich noch ja, das dl nach d Phi ergibt sich dann als minus cm mal Phi plus 2mgl. Und da habe ich dann den Wert raus, minus 264,62.
Also hier natürlich auf die Vorzeichen aufpassen. Diese Vorzeichen haben auch eine physikalische Bedeutung. Wenn eben im Prinzip der Balken oberhalb ist, lenkt er das System aus, wirkt der Feder entgegen. Die Feder ist also eine Rückstellkraft. Minus bedeutet hier, dass das Ding zurückdrückt. Und MAG bedeutet das Plus. Beim MAG bedeutet, dass es noch zusätzlich das System auslenken will, also keine Rückstellkraft, sondern genau das Gegenteil, eine Auslenkungskraft. So, die nächste ist wieder ganz genau dasselbe, auch wieder völlig korrekt gelöst vom Institut. Aufgabenstellung und Lösung sind in Ordnung, aber die hatten wir schon verfilmt und brauchen wir deswegen das nicht nochmal hier neu zu tun. Dann war die Aufgabe 268 gesucht. Ich versuche sie gerade rauszuholen. Die Aufgabe 268. Das ist die Aufgabe hier. Und jetzt wird eben wieder eine ganze Serie von Aufgaben gewünscht. Ja, und die sind wieder alle vom Institut korrekt gelöst. Und ich habe keine Ahnung, wo das Problem ist. Ich rechne die hier vielleicht noch in diesem Video vor und drehe Neues mit den anderen Aufgaben. Wir sind jetzt also bei der Aufgabe 268. Und da geht es natürlich darum, erstmal das Theta richtig auszurechnen. Wir haben hier einen Balken. Wir haben hier Folgendes dran. Wir haben hier also einen massenbehafteten Balken. Wir haben hier eine Punktmasse. Länge L Viertel, L Viertel und L halbe. Wir stellen erstmal das Theta auf. Das ist m mal L Viertel zum Quadrat, ist Steiner Anteil von m. Beide haben die gleiche Masse m. Dann habe ich plus m L halbe zum Quadrat durch 12. Eigenträgheitsmoment. Und jetzt kommt m mal 3 Viertel L zum Quadrat. So, das ist also insgesamt das Massenträgheitsmoment. Und dann kann ich eben im Prinzip folgende Differentialgleichung aufstellen. Minus Theta mal Phi 2 Punkt minus D mal L Quadrat mal Phi Punkt minus mg L mal Phi ist gerade gleich 0. Das MAG mal L vom Phi habe ich wie folgt raus. Ich vereine die gedanklich im Schwerpunkt. Der eine Schwerpunkt ist hier, der andere Schwerpunkt ist hier. Deswegen kann ich sagen, hier ist 2mg und der Hebel ist L halbe mal Sinus Phi. Sinus Phi verwandeln wir in Phi und wir sind da. So, und dann haben wir eine Differentialgleichung, die sagt aus, Phi 2 Punkt plus dl Quadrat durch Theta mal Phi Punkt plus m mal g mal l durch Theta mal Phi ist gleich 0. Jetzt kommen die üblichen Abkürzungen. Das Omega 0 ist die Wurzel m g l dividiert durch Theta. Dann haben wir das Delta ist gerade dl Quadrat durch 2 Theta. Dann haben wir das Omega gedämpft, ist die Wurzel aus Omega 0 Quadrat minus Delta Quadrat. Für das Delta habe ich auch einen Zahlenwert raus, 4,86799. Für das Theta habe ich auch einen Zahlenwert raus. Das Theta, da hatte ich raus 1,23177. Ja, und jetzt muss ich gerade mal gucken, was eigentlich gefragt war. Jedenfalls waren die Ergebnisse in Ordnung. Das Omega gedämpft, da war der Zahlenwert anscheinend eine 7,1156 in Übereinstimmung mit dem Institut. Und das Tau war gerade 1 durch Delta und das war sowieso kein Problem. So, ich schließe erstmal das Video, weil die Datenmenge sonst zu groß wird. Mach den Rest im nächsten Video.